Und ein weiterer Tag in den Nebelchroniken, hier bei uns in den Nebellanden. Ich bin der Lordregent und heiße euch herzlich willkommen. So, Freunde, was haben wir denn hier so im Inventar? Wir haben, das Zeug, was wir mitgebracht haben, genau. Das schmeißen wir schnell unten rein, stecken uns die Taschen voll mit Material und dann gibt's heute keine Ausreden oder sonst was mehr. Wir gehen los und schauen, dass wir vielleicht noch jetzt vor dem Bildwechsel den Turm fertig bekommen. So, bevor ich Material mitnehme, packe ich da hinten das Monsterzeug noch schnell rein. Das hier und das hier. Und den Rest nehmen wir einfach mit, würde ich sagen. Bis auf die Behutsame, die lassen wir dann unterwegs auch wieder irgendwo liegen. Ach ja, Freunde, ich bin wieder zu Hause. Und ja, wir waren ja ein bisschen unterwegs. Wir haben uns ja quasi so eine Art, was heißt so eine Art? Wir haben uns ein Wellness-Wochenende haben wir uns mal gegönnt, ne? Aber naja, war nicht annähernd befriedigend oder keine Ahnung, was sagt man dazu? Der Ansprüche gerecht geworden oder so. Zumindest für das Geld und so. War echt scheiße. Um es mal klar und deutlich zu sagen. Und zwar, ich erzähle dann gleich alles weitere. Und warte mal, das haben wir. Und ja. Hat sich auf jeden Fall in meinen Augen nicht rentiert. Das war quasi rausgeworfenes Geld. Und zwar, wir haben uns ja gedacht, die packen wir die hier dazu. Ja, komm. Wir haben uns ja gedacht, wir machen eine Runde in einem Thermalbad. Und zwar in der Rhein-Main-Therme, so Freitag, Samstag, Sonntag. Und ja, sind dann da erstmal hingeguckt. Wer es nicht kennt, Rhein-Main-Therme, das ist da bei Frankfurt am Main. Das liegt so in Mitteldeutschland, so ganz grob gesagt ungefähr. Und die meisten fahren da quasi eine ganze Zeit lang. Wie auch ich. Ich fahre da auch so eine Zeit lang hin. So. Da sind wir da hingeguckt und im Endeffekt, ja. Der erste Eindruck war okay. Also sind da angekommen, sah eigentlich ganz gut aus. Haben dann das Zeug auf die Zimmer gebracht. Das Zimmer sah auch ganz gut aus. Warte mal kurz. Hier könnte man, warte mal, wenn man die Balken ersetzt. Ich experimentiere jetzt einfach mal ein bisschen noch. Wenn man die Balken ersetzt. So. Ja, sah ganz gut aus. Das Zimmer sah auch sehr gut aus. Auch das Badezimmer, was mit dabei war, das war gut. Und das ist auch gut geblieben. Also es war sozusagen das Positivste am, naja, an dem ganzen Ding, ne? Also, positiver als das Zimmer wird's nicht. Und, warte mal. Da sind die so gegangen. Weil die hätte ich hier dann auch ganz gerne. So. Und auf jeden Fall, es war schön hell, man hatte einen Balkon dabei. Das Badezimmer war auch ganz okay, eine schöne riesengroße Dusche, alles in schwarz-weiß gehalten, Fußbodenheizung. Also das, da haben sie sich nicht meckern lassen, das war okay. Kann man nicht sagen. So. Aber dann ging's los. Wir natürlich dann erstmal hier, da lagen dann Bademäntel und hier so Badelatschen lagen dann da, die du anziehen konntest. Haben wir das quasi dann erstmal angezogen und haben uns gedacht, jetzt gleich mal schön in die Therme, ein bisschen entspannen nach der Fahrt, ne? Tja, und dann sind wir da runter und dann, keine Ahnung, da waren Milliarden von Kindern irgendwie, also hat eher einem Spaßbad erinnert. Und dann sind wir erstmal ein bisschen rumgelaufen und so ein bisschen umgeguckt, was es da so gibt und dann war da echt nur ein riesiges Becken und ansonsten so zwei separate Whirlpools hatten sie und so eine kleine Höhle mit Whirlpools. Ja, und dann haben wir uns gedacht, naja, vielleicht gibt es ja irgendwo woanders noch was, ne? Kann ja nicht alles sein, muss ja nur irgendwo was geben. So, wie hoch macht man das? 1, 2, 3, 4. Arbeiten wir erstmal mit 5? Ich denke. Na, auf jeden Fall sind wir dann ins Wasser und das Wasser, das war echt kalt. Also, es war nicht das, wo man sagen könnte, oh, das ist angenehm, da möchte ich gerne bleiben. Sondern es war, naja, kalt halt. Und dann so, hä, kann doch nicht sein. Und dann haben die nirgendwo Massagedüsen gehabt.
Die Whirlpools waren natürlich permanent dauervoll. Und dann sind wir auch mal in den Außenbereich gegangen. Aber da, das war alles eine Temperatur. Das war ein Becken. 3, 4, 5. Das war nur ein einziges Becken. Und ja, es war halt nicht das, was man sich unter einer Therme vorstellt. Ja, es heißt der Therme- und Wellnessbereich. Aber thermmäßig ging ja da so überhaupt gar nichts. Oh. Das sind ja, warte mal, das sind ja 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ne, okay. Machen wir mal hier vielleicht noch so eine Säule rein. Muss ich mir dann erstmal angucken, wie es ausschaut. Jetzt erstmal hier so ganz grob die Umrisse. Naja, und dann haben wir halt da ein bisschen Zeit verbracht. Irgendwann haben wir uns dann auch mal einen Platz im großen Whirlpool ergattert. Der hatte aber dieselbe Temperatur wie das normale Becken. Und da kam, man kennt es ja, wenn man irgendwo so eine Düse hat, da kommt ein schöner, warmer Wasserstrahl raus, ne? War da nicht. Da kam einfach nur eiskaltes Wasser raus. 2, 3, 4, 5. Oder eiskalte Luft, die Blubberblasen erzeugt hat. Tja, und irgendwann haben wir gedacht, gut, dann gehen wir jetzt halt irgendwo mal was essen und mal was einkaufen und so, weil wir hatten ja nur Frühstück mitgenommen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir hatten ja nur Frühstück mitgebucht und haben uns halt noch was zu futtern geholt. Und nebenan war so ein Aldi und da haben wir uns dann was zum Futtern geholt und was zu trinken. Und 2, 3, 4, 5. Da sind wir wieder zurück, da sind wir wieder rein und sind nochmal für 2 Stündchen in die Therme. Ja, und dann war es das quasi so mit dem ersten Tag, sag ich mal, so übertrieben, ne? Und am nächsten Tag sind wir dann los, weil wir uns ein bisschen was angucken wollten. 3, 3, 4, 5. Dann sind wir los, weil wir uns was angucken wollten, ne? Oh, habe ich ein Bett dabei? Ja. So. Da sind wir los, weil wir uns was angucken wollten und sind dann wieder zurückgefahren und dann, ja, standen wir erstmal gut eine Viertelstunde vor der Schranke zum Hotel, weil der Parkplatz voll war. Und dann sind wir reingekommen und dann bin ich da 20 Minuten beim Hotel im Kreis gefahren, weil der Hotelparkplatz ist gleichzeitig der Parkplatz für die Therme, aber Hauptsache, die machen Werbung auf ihrer Seite mit Parkmöglichkeiten vor dem Hotel. Jaja. Auf jeden Fall habe ich mich dann zum Aldi gestellt und habe dann beim Aldi geparkt. Abends sind wir dann noch schön essen gegangen und auf dem Rückweg war es genau dasselbe. Dann die Öffnungszeit, naja, ich habe mir halt gedacht, naja, als Hotelansässiger, da hast du dann bestimmt, kannst du ja auch mal so nachts um 2, 3, wenn du halt mal wach wirst, so abends im Whirlpool. Kannst du ja mal machen, ne? Aber nee, kann man auch nicht. Schlafen kann ich auch noch nicht. Wie mache ich das hier mit den Stufen? Ich denke mal, ich bleibe mal der Linie treu sozusagen. Ich bleib mal hier der Linie treu und dann schauen wir mal, was das am Schluss ergibt. So. Aber jetzt dann erstmal pennen. Gute Nacht. So, guten Morgen. Na, auf jeden Fall, dann haben wir halt mal nachgefragt, so von wegen gibt es denn eigentlich für Hotelgäste separate Parkplätze? 2, 3, 4, 5. Und dann hieß es, ja, nee, das ist der Parkplatz mit dabei und es tut denen leid und bla und den typischen, ich meine, die an der Rezeption kann ja auch nichts dafür, ne? 2, 3, 4, 5, aber dann dürfen sie es nicht bewerben. 2, 3, 4, 5, mit Parkmöglichkeit direkt vom Hotel. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Vor allem, man bezahlt ja auch dafür, ne? Ist ja nicht so, dass das dann umsonst wäre. Man bezahlt dafür, dass man den Parkplatz nicht nutzt. Oder nicht nutzen kann. Ist ja viel besser ausgedrückt. 4, 5. Wie mache ich das hier? Ich setze da jetzt erstmal die hier rein. Wer weiß, wie das hier am Schluss aussieht. Da wollte ich noch Material sparen, ne? Herr Lottergen, Herr Lottergen, was ist da nur los? Dann kommt hier noch einer her.
Ach nee. Die Höhe? Nee. Aber das hier muss anders gemacht werden. Das muss ungefähr so gemacht werden. Genauso wie hier. Hier, da, hier. Da flanschen wir halt so ein Ding da mit rein. So. Gut. So, jetzt muss ich aber erstmal da hoch. So, ich bin, bevor ich hier wieder irgendwie abschweife, geht's weiter. Auf jeden Fall, was, ich glaube 7 Euro oder so. Ich meine, ich habe 2, 3, 4, 5. Ich habe nicht gezahlt, weil das hat dann die Mrs., die Lady quasi übernommen, die den Bezahlvorgang mit auschecken. Und ja, ich sag mal so. Ich hätte gesagt, nö. Kein Parkplatz, keine Parkgebühr. Kannst du löten. Weil ich zahle ja für nichts, was ich nicht bekomme. Ist ja genauso, als wenn ich jetzt zu irgendjemandem gehe und sage, ich kriege jetzt 18,70 Euro von dir für eine gewaltfreie Zone. Dafür, dass ich ruhig bleibe. Weißt du? So ungefähr. So, ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Wir machen das hier. Als erstes mal den Stein hier raus. Das ist schon mal klar. Und dann hauen wir da erstmal den normalen Steinziegel-Gedöns rein. Ich muss aufpassen, dass meine Schuhe hier nicht verrecken. Kaputt gehen, meine ich natürlich. Ja, und dann ging es weiter. Dadurch, dass halt, also mit einer Therme hat das null zu tun. Also für jedermann, der sagt, er möchte mal ein Wellness-Thermen-Wochenende machen, geht nicht in die Rhein-Main-Therme. Lohnt nicht, ganz ehrlich. Das lohnt nicht, das ist nicht mal ansatzweise das, was ansatzweise mit einer Therme zu tun hat. 3, 4, 5. Da sagt ja eigentlich schon der Name. Thermik. Hm? Nee. Lasst mal stecken. Ah, kann ja jeder machen, was er will. So. Ich glaube, ich gehe jetzt erst einmal komplett die Toto rum. Oh, die Welt wurde gespeichert. Sekunde. Wo ist denn hier Chat? So. Aber schön, dass die Welt gespeichert wurde. Das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. So, ich gehe jetzt erstmal hier einmal außen drum herum. Weil dann werden das hier unsere zwei separaten Türme. Was ich hier in der Mitte mache, weiß ich noch nicht. Hier lohnen irgendwie gar keine Fenster. Ich ziehe das jetzt erstmal so durch und dann drüben mache ich ein anderes Design und dann müssen wir mal entscheiden, was wir machen. Hier könnte man hier so einen Torbogen reinbasteln. Weiß nicht, hier so. Und dasselbe natürlich hier. Ups. So, und hier können wir das mal ein bisschen anders gestalten. Indem man sagt, alles klar, da machen wir halt jetzt mal, wenn ich es denn hinkriege. Also oben ein Ring rum, das ist klar, der muss sein. Wegen Stabilität und Haltung. Oh, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Material mitnehmen sollen, aber egal, dann. Wir sind ja nicht so weit weg. Wir sind ja nicht so weit weg, das kriegen wir alles hin. Ja. Könnte vielleicht noch zu Komplikationen führen, das Ding hier. Meine Güte. Wupp. Oder kennt ihr auch der ein oder andere? Es gibt ja auch Sohlebäder, ne? Da gab es auch nichts. Keine Sohlebäder. Es gab eigentlich gar nichts, was man so erwartet hat von der Therme. Das war ein Spaßbad. Du hattest Rutschen. Du hattest so einen Strudel. Du hattest so einen Springbrunnen. Du hattest. Na, wie heißt das, solche Rutschen, diesen komischen Strudel? Da waren auch Wasserfälle und Düsen gab's, diese Standdüsen, die außen stehen, aber die waren nie an. Zu keinem Zeitpunkt. Total dämlich, oder? Naja. Ja, aber wie es denn weitergeht mit unserem Gebäude hier und wie, was denn noch in der Therme so alles war, das erfahren wir dann alles das nächste Mal. Ich sag danke fürs Einschalten und bis denn. Macht es gut und Wiedersehen.